Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute habe ich mal wieder ein paar schöne Fashion-Teile für euch. Das erste trage ich auch schon in dem heutigen Video. Ich wusste gar nicht, wie ich das nennen soll. Ich habe so viele neue, coole Sachen zum Thema Loungewear, aber auch zum Rausgehen. Irgendwie so eine Mischung aus sportlich schick, würde ich fast sagen. Und ja, ich wollte dir einfach ein paar Teile zeigen, die ich neu in meinem Kleiderschrank habe. Ein bisschen mit mehr Pep und etwas mehr Farbe. Und die Sachen habe ich alle von Amazon Fashion. Dort findet man wirklich richtig, richtig coole Sachen. Außerdem haben sie auch zum Beispiel The Drop. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Das ist, wie erkläre ich das am besten? Dort können Influencer zusammen mit Amazon eigene Kollektionen kreieren und die sind wirklich aus mega guter Qualität und ich habe auch einige Sachen eben davon von The Drop, weil gerade aktuell welche Influencerinnen eine Kollektion da mitgemacht haben und die Teile sind richtig schön, waren auch super schnell da und die wollte ich euch unbedingt zeigen. Auch super stylisch, habe auch ein paar Bilder schon auf Instagram euch gezeigt davon und ich würde sagen, ich lege einfach mal los und zeige euch, was ich so da habe. Der erste Pulli, den ich hier trage, der ist nicht von The Drop, der ist so von Amazon, den kann man da immer bekommen. Ich habe den schon länger mal beobachtet und habe mir gedacht, eines Tages muss ich mir den kaufen. Der ist von Dickies und das finde ich so cool. Das ist wirklich so eine Zeitreise wieder in meine Schulzeit, wo die ganzen coolen Kumpels Dickies Hosen hatten. Kennt ihr das vielleicht auch noch, diese Baggy-Hosen? Die so richtig fast am Boden geschliffen sind. Und das ist ein Dickies Pulli. Ich finde die Farbe einfach gigantisch. Ich muss sagen, Orange ist irgendwie so eine für mich neu entdeckte Farbe. Ich habe früher nie richtig Orange getragen oder überhaupt in Betracht gezogen. Aber so in letzter Zeit habe ich mir gedacht, eigentlich auch zu dieser Haarfarbe passt das ganz gut. Und eben, dass es Dickies ist, finde ich richtig cool. Ich finde es auch schön, dass das Logo hier so in der Mitte ist. Der ist richtig, richtig gemütlich, weich. Den kann man super schön zum Beispiel mit einer Blue Jeans anziehen oder mit einer beigen Hose oder im Sommer mit einer Short. Einfach so zum kurz drüber ziehen für zum Sport gehen oder in die Stadt, wie auch immer, kann man auch mit einer schwarzen Lederhose anziehen. Kann man wunderbar kombinieren. Und ich trage den zum Beispiel in der Größe L oder M. Ich weiß nicht, wie er eigentlich sein sollte. Dann wahrscheinlich eng, aber ich finde, in der Größe sitzt er eigentlich perfekt. So, dann möchte ich euch noch an etwas erinnern, das ich euch schon einmal gezeigt habe. Das ist wirklich eins meiner Favoriten überhaupt. Man sieht auch, dass ich die regelmäßig trage. Das ist eine Jeans von Only und sie ist in Grau. Meistens trägt man ja so Blue Jeans, aber ich finde, dass gerade graue Jeans auch richtig cool aussehen mit braunen Oberteilen, mit beigen Oberteilen. Auch wenn man zum Beispiel Farbe trägt, ne? Wenn ich mit diesem orangenen Pulli zum Beispiel schaut das auch richtig gut aus. Die ist super stretchy und die ist nicht so dick. Also die schmiegt sich wirklich super eurer Figur an. Ich trage sie mega gerne. Ich finde auch, dass die Länge perfekt ist. Die sieht so aus, als wäre sie so ein bisschen abgeschnitten. Und ich liebe sie. Ich trage sie die ganze Zeit wirklich rauf und runter. Und deswegen wollte ich sie euch unbedingt hier nochmal zeigen, weil man sie eben auch zu super vielen Sachen kombinieren kann. Und die ist wirklich nicht teuer. Übrigens werde ich euch alle Sachen, die ich euch hier zeige, unten in der Infobox verlinken. Könnt ihr auf jeden Fall mal vorbeischauen, falls ihr euch für die eine oder andere Sache interessiert. Und das Video ist auch wieder in Zusammenarbeit mit Amazon. Als nächstes habe ich hier so ein Basic-Teil von Marco Polo. Das ist so ein T-Shirt. Also wie ihr merkt, es gibt auf jeden Fall super, super coole Brands auch bei Amazon. Und das ist einfach so ein super schlichtes, weißes T-Shirt mit etwas längeren Ärmeln. Und das liebe ich auch so sehr. Ich finde, ein T-Shirt, das vielleicht etwas längere Ärmel hat, das schaut dann nicht zu gemütlich aus, sondern es hat schon so ein bisschen elegantere Form, wenn ihr mich fragt. Auch wenn der Kragen ein bisschen höher geschnitten ist. Das mag ich super gerne. Es fühlt sich richtig, richtig gut an. Und super weich, die Länge ist richtig schön und ein weißes T-Shirt kann man immer gut gebrauchen und deswegen habe ich mir das auf jeden Fall bestellt. Ich habe mir noch ein Oberteil in so einem hellen Ton bestellt und zwar dieses hier. Das ist so ein bisschen dicker, ein bisschen schwerer. Das ist zum Beispiel von The Drop gewesen und das ist so ein Oberteil, das habe ich auch schon getragen. Ich blende euch auch gerne mal meine Instagram-Bilder ein, wenn ich das, wenn ich die Sachen da teilweise trage. Hier, das ist genau das, was ich meine wieder. Der Kragen ist etwas höher und die Ärmel sind etwas länger. Und dann sieht es wirklich so einfach ein bisschen eleganter und femininer aus, figurbetonter. Und es ist auch nicht zu lang, also eine perfekte Länge. Es ist auch absolut blickdicht. Ich habe das in der Größe S und das war eben eine Kollektion von den Influencerinnen. Ich weiß gerade gar nicht mehr, wie sie hießen. Ich kannte sie auf jeden Fall nicht. Ich glaube, das waren Mädels aus England. Weil ich den Schnitt so genial fand, habe ich mir das auch gleich nochmal in anderen Farben bestellt. So ein schöner Cremeton, Braunton.
Und ich filme heute mit Tageslicht, deswegen seht ihr auch ganz genau, wie das auch in Real Life aussehen wird. Also dieser Schnitt ist für mich wirklich mein absoluter Favorit. Ich liebe das, solche Schnitte, wirklich richtig, richtig schön. Und dann habe ich das auch noch in Schwarz bestellt. Also das sind die absoluten Basic-Farben. Bin jetzt voll ausgestattet, schwarz-weiß und so ein Beige, so ein Cremeton, Karamellton würde ich fast sagen. Sind wirklich tolle Farben, die man zu allem Möglichen kombinieren kann. Zu farbigen Unterteilen, ob es gemusterte Hosen sind vielleicht sogar auch oder Röcken oder Shorts oder wirklich egal, weil es kann man schön drunter anziehen, aber auch allein jetzt, wenn es wärmer wird im Frühling oder so. Das ist zum Beispiel so ein Total Black Look zum Beispiel, kann ich mir das auch richtig gut vorstellen mit Goldschmuck oder so. Also wirklich, wirklich schön. Das Ding ist nur mit The Drop, dass die Sache nur 30 Stunden lang erhältlich sind. Ich hoffe, ich kann das noch für euch finden. Ansonsten werde ich immer Alternativen verlinken. Und das war zum Beispiel von Leonie Hanne. Sie hat mit denen auch eine Kooperation gemacht, eine eigene Kollektion. Und das ist so ein super schönes Oberteil, aber es ist hinten rückenfrei. Also das ist oben. Vorne ist es einfach wie so ein Oberteil mit dickeren Trägern. Nach hinten ist es dann überkreuzt und es ist kurz und eben rückenfrei. Richtig schön. Aber der Stoff ist wirklich ein bisschen fester. Das heißt, also durchsichtig ist es schon mal gar nicht. Und ich glaube, so eine Nibble-Action würde man auch nicht so dolle sehen. Ich fand es einfach so schön als so ein Basic-Teil. Es hat so eine Basic-Farbe, es ist nicht zu laut, aber dennoch sehr, sehr, sehr besonders eben, weil es rückenfrei ist. Dann habe ich mir etwas bestellt, das ich schon habe, nur in einer anderen Farbe. Und zwar ist es diese Hose und die ist auch in so einem super schönen cremigen Ton. Also ganz ehrlich, mit dieser Farbe kann man echt nichts falsch machen. Das ist von der Marke Find. Das ist die hauseigene Marke von Amazon. Die Hose ist super weich. Die ist auch so ganz dünn. Sie fühlt sich nach nichts an, wenn man sie trägt. Das finde ich super. Und hier oben gibt es ein Gummi. Wir haben hier zwei Taschen. Wirklich eine richtig, richtig gemütliche Hose. Ich habe sie, wie gesagt, schon in Grau und ich ziehe sie super oft an. Und die kann ich wirklich sehr empfehlen. Mega, mega weich. Und weil ich ja von Anfang an sagte Farbe, möchte ich euch natürlich auch Farbe zeigen. Hier habe ich eine türkisfarbene Hose. Die ist auch von The Drop in der Größe S. Ich finde, fällt relativ groß aus. Also für mich ist das Stück ein bisschen too much, aber hier ist ein Gummi und deswegen kann ich das ja anpassen. Aber einfach für euch, wenn ihr was bestellt von The Drop, dann müsst ihr einfach wissen, dass die Sachen größer ausfallen. Deswegen hätte sich bei mir hier auf jeden Fall XS oder XXS sogar gelohnt, aber besser ein bisschen zu groß als zu klein, gerade bei so Loungewear. Das ist einfach wieder so eine super bequeme Hose, hat hier Hosentaschen. Ist lang, sitzt richtig gut. Ich habe sie auch schon mal getragen. Sitzt super. Die Farbe ist natürlich vielleicht nicht jedermanns Sache, aber gerade mit so Basics, gerade mit so Cremetönen, mit Weiß, mit Schwarz, mit Grau, sieht das super aus. Kann man zu Hause tragen, aber vielleicht auch mit so einem Lederhemd, was ja auch gerade aktuell ist, so einem Fake-Lederhemd, kann man das auch richtig cool kombinieren und mit Sneaker zum Beispiel. Und die perfekte Überleitung, würde ich sagen, auch habe ich dieses Hemd von Amazon Fashion, ebenfalls von The Drop. Das ist in Größe S, das ist so ein Lederhemd. Die Farbe, diesen Karamellton, finde ich so hammermäßig. Die habe ich auch schon getragen. Die habt ihr bei mir auf jeden Fall auch schon auf Instagram gesehen. Richtig, richtig cooles Hemd. Natürlich Fake-Leder. Ist aber sehr weich, hat eine perfekte Länge, sitzt richtig gut. Kann man eben, wie gesagt, entweder mit sportlichen Hosen einfach anziehen, um das so ein bisschen nicht zu schick zu machen. Kann man natürlich auch mit einer schickeren Hose anziehen oder auch mit einem Unterteil, das auch aus Fake-Leder ist zum Beispiel. Diesen Total-Leather-Look finde ich zum Beispiel auch richtig, richtig cool. Finde ich super schön. Ja, das ist ein absoluter Trend, der noch mit in dieses Jahr gerutscht ist. Eben diese Lederhemden in Lederoptik. Und ja, ist auch richtig weich, sitzt super. Gefällt mir richtig gut, auch wenn ich irgendwann, keine Ahnung, noch eine andere Haarfarbe vielleicht haben werde, wird es immer richtig gut passen, denke ich. So, als nächstes haben wir noch ein Hoodie und von Hoodies kann man wirklich nicht genug haben. Das sind einfach Teile, die man auch up und down dressen kann. Entweder zieht ihr einen Hoodie an mit einer Jogginghose, ne? Oder ihr zieht einen Hoodie an mit einer Lederhose oder mit, sieht schon ein bisschen schicker aus, oder mit einem
Mit einer Lederjacke zum Beispiel sieht dann auch wieder cooler aus. Man könnte darunter ein Hemd anziehen beispielsweise. Ich bin jetzt kein Typ, dass ich mit einem Hoodie ein Hemd anziehen würde, gerade wenn es eben so eine Kapuze hat. Aber es gibt Leute, die tragen das so. Und dieser Hoodie ist jetzt ein bisschen kürzer geschnitten. Wie ihr seht, gibt es so ein paar Schnüre, da kann man das enger machen, das Ganze an der Taille. Ich finde den Schnitt richtig cool. Ich mag es, dass es kürzer ist. Und die Ärmel sind super schön weit. Also man kann den sehr bequem, also für so einen bequemen Look ist der Pulli einfach perfekt. Ich habe den auch schon getragen, deswegen hier ist auch schon ein kleiner Fleck eventuell. Ich hoffe, ihr könnt es nicht sehen auf die Entfernung. Hier ist die Kapuze, die ist auch richtig schön groß, falls ihr ein Mensch seid, der die Kapuze gerne auch überzieht. Ne? Wirklich richtig cooler Pulli und die Farbe ist natürlich wieder wunderbar. Als nächstes habe ich diese Tasche in einem super schönen, diesem cremigen Ton. Ja, sie sieht aus wie eine Designertasche und das ist auch ein absoluter Trend. Ich habe jetzt den Griff hier reingemacht, die kann man auch so tragen, aber ich finde gerade schön, wenn der Griff drin ist und man sie so trägt. Auch die habt ihr bei mir bestimmt schon auf Instagram gesehen. Ich finde die Farbe einfach nur perfekt. Wunderschön. Für Frühling und Sommer bin ich jetzt schon in Love. Auch gerade zum Beispiel mit diesem orangefarbenen Pulli sieht das so cool aus. Mega. Ich hätte mir diese Tasche fast in Original bestellt, aber ich finde, dass auch die gerade einfach so schön aussieht. Wunderbar. Hier passen viele Sachen rein. Das ist jetzt vielleicht keine Tasche, mit der man so shoppen geht, weil irgendwann nervt es, die so zu tragen. Natürlich kann man auch den Griff benutzen, aber ich finde, dass genau so sie eigentlich am allercoolsten aussieht. Ich würde sie jetzt mitnehmen, wenn ich essen gehen würde oder auf ein Date oder auf ein paar Drinks. Oder so, da würde ich sie auf jeden Fall tragen. Die sieht einfach nur richtig cool aus. Vielleicht gibt es auch irgendwann in diesem Jahr noch irgendwelche coole Events oder so, da werde ich sie auf jeden Fall ausführen. Drinnen haben wir natürlich eine Unmenge von Platz. Richtig, richtig viel Platz. Kann man viele Sachen mitnehmen. Hat diesen voluminösen Schnitt, würde ich fast sagen. Richtig, richtig gut. Und wie gesagt, die ist auch von The Drop. Ich hoffe, ich kann alles für euch wiederfinden, weil die Sachen wirklich so schön sind. Und dann habe ich nur noch eine Sache. Und zwar ist das so eine Jeansjacke. Und die ist nämlich von Levis. Und die habe ich noch nicht getragen. Deswegen ist hier noch das Preisschild dran. Das später abschneiden. Und die ist nämlich mit, die ist gefüttert. Hier ist Fell drin. Hier haben wir komplett ein Fell drin. Das heißt, die hält einen auch schön, schön warm. Das ist so eine richtige klassische Levis Jeansjacke mit diesem Fell. Ich habe sie schon so oft gesehen. Und ich trage sowieso sehr gerne Jeansjacken. Ich bin sowieso ein Denim-Fan. Und gerade so in der Übergangszeit, wenn man schon richtig Lust hat auf dünnere Jäckchen, vielleicht auch auf Jeansjacken, aber es ist noch nicht warm genug, dann ist so eine Jacke auf jeden Fall optimal. Kann ich euch sehr, sehr, sehr empfehlen. Die sieht super cool aus. Die Waschung finde ich mega cool. Dieses Blau ist richtig schön. Auch das Fell ist schön. Hier kann man auch einen Schal drüber anziehen oder einen Rolli drunter oder so. Richtig, richtig cool. Auch die Länge finde ich cool. Und das Ding gibt es auf jeden Fall bei Amazon so gut wie immer. Ich habe jetzt die letzten Monate immer wieder, wenn ich so einen Blick drauf geworfen habe, habe ich diese Jeansjacke eigentlich immer gesehen. Ich hoffe, das kleine Update hat euch gefallen, was es so Neues, Cooles bei Amazon Fashion gibt. Ich bin super happy über diese Zusammenarbeit wieder und freue mich jetzt sehr auf euer Feedback und schaue mir auf jeden Fall auch auf Instagram vorbei. Da habe ich die Sachen teilweise schon angezogen, auch euch gezeigt. Sonst schaut auch in meine Story vorbei, da verlose ich jeden Monat einen 100 € Gutschein für die Leute, die bei Amazon Fashion mal shoppen wollen, was ausprobieren wollen. Deswegen verpasst es nicht. Und jetzt bedanke ich mich sehr fürs Einschalten und hoffe, ihr seid beim nächsten Video wieder dabei. Und bis dahin wünsche ich euch alles Liebe. Ciao!